Das Dokufunk-Archiv ist eine Stelle, die den Leuten hilft, mehr über Geschichte des Amateurfunks und Rundfunks zu erfahren. Was machen wir? Wir sind auch so ein Platz zwischen, das, vielleicht werden wir auch gleich wieder schon zu lachen, aber wir sind etwas zwischen archivwürdigen, also sehr ernsten Archiven und einem Mistköbel. Also alles, was für richtige Archive nicht spannend ist, aber für den Mistköbel doch zu interessant, landet dann eben im Dokufunkarchiv. Also als Beispiele, das sind zum Beispiel kleine Nachlässe von österreichischen Rundfunkmenschen. Das sind so Leute, die als Techniker, Schauspieler, Moderatoren, Leiter im österreichischen Rundfunk gearbeitet haben und haben einfach einen kleinen Bestand von Manuskripten, Dokumenten, Bildern, Audiomitschnitten. Und das ist eben sehr klein. Also das ist für den multimedialen Archiv im ORF eben zu wenig, aber für den Mistkübel wieder zu viel, dass man das einfach wegschmeißt. Und dann werden diese Menschen an uns weitergeleitet und diese Sachen nehmen wir dann schon sehr gerne auf. Was landet noch im Dokufunkarchiv? Das sind auch so Sachen, wie was die Funkamateure gerne sammeln, also zum Beispiel QSL-Karten. QSL-Karten sind Empfangsbestätigungskarten und das sammelt jeder Funkamateur. Also das sind, vielleicht sprechen wir eh später drüber, aber also allgemein wegen den Bereichen. Das sind die Bereiche aus, das ist Schriftgut, also Dokumente, Manuskripte, Unterlagen. Das sind auch audiovisuelles Gut, also Mitschnitte, Audiodokumenten, Tonbänder, Kassetten, also alle möglichen Formate. Wir haben auch Bildgut, das werden dann eben Bilder, Dias, Glasdias. Bücher, Zeitschriften, genau. Also Periodika mit dem Schwerpunkt Radio- und Amateurfunkgeschichte. Also beginnend 1924, die Bücher natürlich schon vorher, weil die Sendetechnik ist älter als die Rundfunktechnik an sich. Und da haben wir einen großen Fokus. Ich sagte vor Jahren immer, wir haben keinen Goethe bei unseren Büchern. Das müssen wir jetzt eigentlich auch schon revidieren, weil mit einem großen Sammelschwerpunkt, den wir letztes Jahr bekommen haben, haben wir jetzt garantiert auch Goethe in Buchform bei uns. Aber der Hauptschwerpunkt ist immer noch Rundfunk- und Amateurfunkbezogene Bücher bezüglich Technik, Personen und auch die Geschichte. Aber wir haben eben auch Hörspielmanuskripte, Sendeskripte nennen wir die eben im Script Department und seit letztem Jahr auch sehr viele in Buchform. Wir sind Archivare, wir sind nicht Spezialisten auf allen Gebieten. Und wenn jemand privat schon Herzblut in beispielsweise die Privatradioszene investiert hat, dann ist das natürlich der externe Mitarbeiter, den wir genau dafür suchen. Und wenn er dann auch noch die freiwilligen Ressourcen dafür aufbringen kann, dann ist das natürlich perfekt. Auch wenn hier jetzt vielleicht der eine oder andere Privatradio-Hörer oder Enthusiast aus der ersten Stunde dabei sitzt, dann bitte gerne an uns wenden. Also wir sind gerade eben im Begriff, das neu zu aufzubauen, diesen Sammlungsschwerpunkt, dass der dann auch eine gewisse Gewichtung bei uns finden kann. Aber das geht eben nur auch mit externer Kraft. Ich habe vor 30 Jahren die Morseprüfung damals noch ablegen müssen für den Amateurfunk, weil das war sozusagen die Oberklasse Kurzwelle. Du musstest ja mit Tempo 60 morsen können, also geben und nehmen. Das ist nämlich genau die Geschwindigkeit, wo man immer nachdenken kann, sondern jetzt drei Punkte S und zwei Striche M oder O und so weiter, sondern es muss schon aus dem Unterbewusstsein kommen, sei es beim Geben als auch beim Nehmen. War auch immer lang umstritten, soll man das noch lernen, also wenn man es nicht lernen. Ich glaube, die Piloten müssen es an, weil die Funkbacken noch Morsecodes haben. Mir ist auch damals bei meinem Amateurfunkkurs immer gesagt worden, naja, wer weiß, vielleicht hast du einen Flugzeugabsturz und mit zwei Kabeln kannst du immer noch im Notfall noch funken und deine Position durchgeben. Das ist mir noch so in Erinnerung geblieben. Aber es ist auch eine Technik, ja, die eigentlich ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber gerade wir sehen ja permanent, dass die Welt, nehmen wir das Erdbeben in der Türkei her oder auch kriegerische Ereignisse, es wird immer irgendwo Ereignisse geben, wo die Kommunikation ganz wichtig ist. Und ich sage immer, einerseits der Amateurfunk,
als auch der Rundfunk hat immer eine wichtige Rolle gespielt, sei es jetzt bei Katastrophen, auch bei kriegerischen Ereignissen, also auch in der dunklen Zeit während des Zweiten Weltkriegs. Aber zu dem Projekt Wiener Radiobühne konnten wir fast 500 fast Manuskripte, also das sind so Bücher, Regiebücher, so wie Christoph schon vorher erzählt hat, auch Theatermanuskripte, die einfach für den Hörfunk angepasst waren, zu beforschen, also nicht nur zu digitalisieren, aber auch ein bisschen zu beforschen. Und die Eileen Bascharan hat in den letzten halben Jahr sich dem Thema gewidmet. Und jetzt schreibt sie noch die letzten Seiten von einer Publikation. Und du kannst uns ein bisschen mehr darüber, glaube ich, erzählen, oder? Ja, sicherlich. Zu viel. Genau, du sagtest jetzt 500, das war ja dieser letzte Bestand, den wir, glaube ich, vom Staatsarchiv übernommen haben. Insgesamt ist das ja wirklich eine riesengroße Menge von, mit Zahlen habe ich es nicht so weit, etliche tausend Manuskripte eigentlich. 5000, danke, du hast die alle digitalisiert. Und haben alle in der Hand gehabt und ein Großteil digitalisiert und die Nachkontrolle habe ich auch zu 90% gemacht. Ja. Also eine schier unmögliche Menge dieser Manuskripte für eben diese Radio-Hörspiele, diese frühen Radio-Hörspiele, also die Werke, um es ein bisschen exakter auszudrücken, die von der Radiobühne gespielt wurden. Also diese Sammlung reicht bis in die 80er Jahre, glaube ich. Der Zeitraum, den ich mir jetzt angeschaut habe, natürlich auch nicht, indem ich jedes einzelne dieser Stücke von A bis Z gelesen habe, sind die 20er bis 40er Jahre. Und das ist, insofern sind diese Manuskripte meiner Meinung nach gerade für diese Zeit so ein Quellenschatz im Grunde genommen, der auch, glaube ich, in der Form beispiellos ist, weil uns halt aus der Zeit, wie ja schon vorher gesagt wurde, alle Audio-Mitschnitte im Grunde fehlen. Das wäre ein Riesenzufallsfund, wenn man da einzelne noch irgendwo auf Flohmärkten oder so finden würde, weil also gerade in den 20er Jahren wurde praktisch noch gar nicht mitgeschnitten. Es steckt ja schon in dem Begriff Radiobühne diese Vorstellung, dass dieses neue Medium Radio als Broadcast sozusagen, als Sendung jetzt nicht im Amateurfunk-Sinne, sondern als zentrale Sendung der RAWAG an die Bevölkerung sozusagen, diese Faszination hatte, dass auf einmal zentral etwas in alle Wohnzimmer gesendet werden konnte. Das war ja was ganz Besonderes. Und diese Idee, also wir kennen ja, wenn man an Radio denkt, erstmal Musik und so weiter, ist vielleicht das Erste, was einem einfällt, und Nachrichten, was eine ganz besondere Relevanz hatte. Und was wir uns durch die Manuskripte anschauen können, ist eben die kulturelle, die literarische Abteilung und deren Arbeit. Also alles, was in dem Sinne Unterhaltung sein sollte, die nicht in erster Linie musikalisch war. Und dieser Begriff Radiobühne, um jetzt meinen Satz von vorher weiterzusprechen, darin steckt ja schon diese Idee, dass man da sehr diese Idee, es ist eine Art von Weiterführung des Theaters eigentlich, das steckt da schon drin. Weil im Grunde, wie Pauline am Anfang auch sagte, man saß in so einem Raum mit einem Mikro und schalldichten Vorhängen. Das hat ja erstmal mit Bühne nichts zu tun, aber trotzdem, diese Begrifflichkeit weist ja schon darauf hin, dass man in diesem Denken, es war eigentlich Radio. Dann hatte man aber diese Frage, ja, was spielte man denn? Und man kannte natürlich Radiostücke aus Jahrhunderten, die sich aber natürlich, so wie sie geschrieben waren, nicht für den Hörfunk eigneten, sondern zum Teil dann umgeschrieben werden mussten. Und es war so eine Art, eine Frage der Aushandlung, wie man in dieser ersten Zeit dann damit verfahren ist, welche Stücke überhaupt für Hörspiel geeignet waren, indem man nicht zu viel streichen musste, nicht zu viele Informationen über optische Signale allein kriegen musste, dass die gestrichen wurden. Und da kann man in diesen Manuskripten eben auch ganz viel einmal an diesen Streichungen, an diesen, wo halt diese ganze Szenenbeschreibung ersetzt wird durch einzelne Sätze, wo man auch dann theatertheoretisch, kulturtheoretisch schauen kann, okay, wie wurde das paraphrasiert in Sprache ausgedrückt, was sonst visuell übers Theater übertragen werden sollte. Dankeschön und einen schönen Abend.